Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Batman Arkham Knight. Und weiter geht's mit dem dunklen Ritter. Und in der heutigen Folge müssen wir das Fahrzeug des Arkham Knight mit Hilfe des Forensik-Scanner finden. Genau, das werden wir jetzt machen. So, Forensik-Scanner. Und dann schauen wir mal. Genau, müsste es eigentlich hier weitergehen. So, immer schön hier hoch. Seht ihr ja die Spuren da auf dem Boden und genau die müssen wir folgen. Das Auto des Arkham Knight ist ausgewichen und da reingekracht. Okay, können wir hier irgendwie rüber? Okay, dann müssen wir wohl raus. Na, komm raus. Ich denke mal, wir müssen. Genau. Das Auto ist leer. Der Arkham Knight muss mit Oracle abgehauen sein. Ich sollte das Fahrzeug untersuchen. Okay, Beweisscanner. Ich kann hier erst weg, wenn ich weiß, wie ich Oracle aufspüre. Das Auto ist einfach so von der Straße abgekommen. Warum? Der Fahrer war anscheinend Ups. Angeschnallt. Ich sollte die Leiche suchen. Finde den Fahrer. Was müssen wir jetzt hier machen? Ich glaube, wir müssen schauen, wo der hingeflogen ist, oder wo der rausgeflogen ist. Spuren von Pfefferspray auf der rechten Gesichtshälfte des Fahrers. Oracle saß auf dem Beifahrersitz und führte den Unfall bewusst herbei. Clever. Ich sollte den Bereich prüfen, wo sie gesessen hat. Die Tür wurde beim Aufprall abgerissen. Wenn ich die Stelle finde, an der sie gelandet ist, kann ich rausfinden, was passiert ist. Okay, ich glaube, das ist die Tür, oder? Nein, das ist sie nicht. Wo ist denn die Tür? Langsam schauen, da ist die Tür. Da ist die Tür, okay. Okay, das muss weitergeflogen. Schauen wir uns die Tür mal an. Abgebrochen. Nein. Sauber vom Wagen gerissen. Die Tür muss vor dem Unfall geöffnet worden sein. Oracle ist rausgekommen. Ich muss mir die Rekonstruktion ansehen und rausfinden, wo sie gelandet ist. Ist also vor dem Unfall aus dem Wagen raus. Na, hat er was geahnt?
Oracle hat hier angehalten. Jemand hat auf sie geschossen. Ich sollte die Einschlagstelle nach ballistischen Spuren scannen. Ich muss einen Weg finden, Oracle aufzuspüren, bevor ich gehe. Noch jemand in einem Auto? Das Kaliber der Waffe stimmt mit der des Arkham Knight überein. Der Flugbahn und Aufprallgeschwindigkeit nach war der Schütze in etwa so groß wie er. Aus dieser Distanz konnte er das Ziel nicht verfehlen. Ein Warnschuss. Ich habe etwas übersehen. Oracle wusste, dass sie nicht entkommen konnte. Aber der Unfall war Absicht. Sie muss einen Hinweis hinterlassen haben. Irgendwas im Auto vielleicht noch liegt. Als sie davon kroch. Finde den Hinweis, den Oracle hinterlassen hat, als sie davon kroch. Da hat er irgendwas geworfen. Alles klar. Irgend so ein Chip oder sowas. Mr. Wayne. Lucius, Oracle hat ein Störgerät am Unfallort hinterlassen. Entschlüsseln Sie die Daten, um den Standort des Arkham Knight zu bestimmen. So etwas war eher Miss Gordons Spezialität. Ich sehe, was ich tun kann, aber das wird etwas dauern. Ich treffe Sie im Wayne Tower, wenn Sie soweit sind. Alfred, ich brauche ein Update zu Gothams Fahndungsliste. Ein Moment, Sir. Gut, diese beiden hier sind neu. Ein Vermummter wurde auf einem Dach in der Grand Avenue gesichtet. Er steht neben einem brennenden Bat-Symbol. Es wäre gut zu wissen, was dieser Eindringling ist. Freund oder Feind? Es gibt auch Berichte über einen Brand in der Feuerwache von Bristol. War wohl Brandstiftung, Sir. Der Strom wurde nämlich gekappt, sodass die Sprinkleranlage ausfiel. Sie sollten das überprüfen. Erbe der Maske. Okay. So, was machen wir? Machen wir bei der Hauptmission weiter? Rettige Oracle aus den Fängen Arkham Knights. Begib dich zum Wayne Tower und analysiere die Verschlüsselungsprotokolle des Arkham Knight. Wir könnten jetzt auch Nebenmissionen machen, aber ich glaube, wir machen jetzt bei der Hauptmission erstmal weiter. Nebenmission machen wir dann ein bisschen später. Ich gehe zum Wayne Tower. Wenn wir das Sicherheitsprotokoll des Arkham Knight entschlüsseln können, sollten wir ihn auch Wenn er glaubt, er könne sich vor ihnen verstecken, erwartet ihn eine üble Überraschung. Ich muss in Reichweite der Fernsteuerung bleiben. Ich muss in Reichweite der Fernsteuerung bleiben. Aber wo bist du denn, Batman?
Okay, das da oben. Du bist ein Recht, Chef. Und auf geht's. Der Schweinklau, der intellektuell herausforderndste. Weg um ihr Gesicht, Herr Kingston. Also schaffe dich zum Wahl. Hab eine Retter verloren. Na. Drohnentelemetrie offline. Sind die alle hier? Aber Ruhe hier. Scheiß Panzer. Batman hat den Riddler zerstört. Noch eine zerstört von euch. Könnt doch nichts. Drohne zerstört. Na komm. Zack. Fünf Panzer noch. Oh, vier noch. In diesem Gebiet auf jeden Fall. Primärzieler Drohneneinheit in Kingston ausgeschaltet. Oh, auf geht's, weiter. Greife Ziel an. Rattler offline. Hier ist aber falsch. Wir müssen woanders hin. Ich sehe nicht mehr, Mann. Das Batmobil wird angegriffen. Ich muss dahin zurück. Nein. Wo schießen denn die? Zwei Panzer noch, wo sind die? Müssen hier irgendwo sein. Schauen wir, dass wir die noch ausschalten. Greifen mit mehreren Einheiten an. Der entkommt uns nicht. So, ein Panzer noch, dann müsste es eigentlich gewesen sein. Das ist nicht vorbei. Cash. Die Drohnen des Arkham Knight sind ausgeschaltet. Ihre Männer können die Patrouillen auf Miagani Island fortsetzen. Verstanden, Batman? Danke. Na, wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Ja, genau, ich muss in den Wind Tower. Mal schon hoch. Zentrale bitte kommen. Randalierer befinden sich auf Miagani Island. Tage 5 Ende. Na, hier haben wir schon eine coole Aussicht. Von hier oben. Zeppelins am Himmel. Geile Sache. Was da hinten für ein einsames Schloss ist oder sowas, müssen wir uns vielleicht mal angucken später. Mal schauen, wo wir hier rein müssen. Müssen wir weiter unten rein oder wo müssen wir denn jetzt hin? 34 Meter ist eigentlich hier unten.
Zentrale in der Nähe des Wayne Towers finden Kavalle statt. Kommen! Ah, alles klar. Haben wir schon gefunden. So, Leute, wie es dann in den Wayne Tower weitergeht, schauen wir uns aber in der nächsten Folge an. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Oder lasst mir auch ein Abo da, dann verpasst ihr auch keine Sendung mehr. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.